So, ich bin fertig. Ja, genau. Neues Outfit. Ich habe jetzt die Richtung arroganten Star so ein bisschen gewählt. Vielleicht passt das ja zum Videodreh. Mal sehen. Der Tunstag, der Tag der Kunst, kann losgehen. Gut, geh in die Schule und triff den Kunstexperten. Der Typ aus Australien, ne? Ja, dann sind wir mal gespannt, ob das so ein Verrückter ist, wie ich mir aus den ganzen komischen Vorbereitungen gedacht habe. Ich frage mich, ob ich direkt zu meinem Workshop gehen soll. Gehen Sie bitte in die Turnhalle. Ihnen auch einen guten Morgen. Trödeln Sie nicht. Wir müssen so früh es geht anfangen. Okay. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, wo ich hin muss. Man wird natürlich immer höflich empfangen hier. Die meisten Schüler sind schon da. Das ist der vom Bild. Mitten in der Turnhalle steht Boris und diskutiert mit jemandem, den ich nicht kenne. Ich finde, er sieht eigentlich voll sympathisch aus. Der kann gar nicht böse sein. Bestimmt der Kunstexperte. Oder komisch. Selbstverständlich würde es nicht einfach werden, aber es ist wichtig, bis auf den Grund seiner selbst zu tauchen, um den Antrieb seiner Inspiration zu entdecken. Ja, klar. Herr Boris wirkt völlig verloren. An unserer Schule ist es so, an meiner alten auch. Wir haben immer komische Kunstlehrer. Also die Kunstlehrer haben immer irgendwie komischen Knacks in der Birne. Bisschen so, ne? Wie soll man das nennen? Ein bisschen... ne? Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Guten Tag, guten Tag. Ich bitte um Ruhe, meine lieben Kinder. Naja, jetzt sind wir noch lieb, ne? An diesem besonderen Tag haben wir die Ehre, unseren Gast, Herrn Patrick Saven, begrüßen zu dürfen. Unseren Kunstexperten. Herr Saven kommt direkt aus Australien, wo er in vielen Ausstellungen seine Werke zeigt. Er wird euch bei eurer Arbeit heute zur Seite stehen. Ich bitte euch, nennt mich Pat. Cool. Lasst uns doch nicht mit Förmlichkeiten aufhalten. Ihr sollt den Tag über einen so freien Geist wie nur möglich haben. Die Kunst lebt auch von der Spontanität. Einige Schüler haben sich verwirrt angeschaut. Das ist doch sympathisch, das finde ich noch voll im Rahmen. Ich weiß zwar nicht warum, aber mir persönlich gefällt er jetzt schon. Er wirkt so voller Tatendrang. Ich bedanke mich ebenfalls bei den Eltern, die heute extra hergekommen sind, um uns bei dem heutigen Tag zu helfen. Die kenne ich doch. Warte. Partnerlook erstmal. Und ich glaube, war das nicht sogar Armin und Alexis Mutter? War das nicht die? Und die da, die sah doch sogar jemandem ähnlich, oder? Wer war das? Grüne Augen. Wir hatten grüne Augen. Von mir ist doch keiner. Kenton? Kentons Mutter? Nein, Kentons Mutter sah so aus wie Kenton. Okay, weiß ich gar nicht. Die dunkelhaarige ist die Mutter von Armin und Alexi. Ja, die blonde ist Kims Mutter. Echt? War das... Okay. Mit den beiden werden wir uns bestimmt nicht langweilen. Sie machen einen sehr temperamentvollen Eindruck. Aber ist ja sehr passend, dass es die Mutter ist, ne? Wobei ich Armins Mutter nur mit anderen Augen sehe. Es stresst mich etwas, mit ihr zu tun zu haben. Es ist keine Zeit zu verlieren. Ich bitte euch deshalb, dorthin zu gehen, wo euer Workshop stattfindet. Dort erfahrt ihr auch das vorgegebene Thema für eure Werke. Die Teilnehmer des Bildhauerei-Workshops folgen mir. Gut, dass wir da nicht sind. Ich kümmere mich um die Schüler im Schneiderei-Workshop. Lass mich raten, Video... Nein, okay, gut. Und ich mich um den Malerei-Workshop. Ich bitte die Schüler des Fotografie-Workshops, mir zu folgen. Und ich mache den Video-Workshop. Natürlich, er ist ja auch ein Star. Genau wie wir. Sehr theatralisch. Los, Beeilung, es wird schon spät. Yeah. Wo müssen wir denn hin? Gehen in die Schulbibliothek, um die Kamera zu holen. Okay. Mir ist gerade noch eine Relevanz zu Wings eingefallen. Die Direktorin erinnert mich auch voll an die. Okay, warte mal, die in der Serie war mega nett. Die hat mich so nie ausgerastet, oder? Egal. Irgendwie Parallelen irgendwo, oder? Und hier ist euer bester Freund für den heutigen Tag. Die Kamera, ne? Eine ganz niegelnagelneue Kamera. Ganz einfach in der Anwendung. Schön.
Genial. True. Ich freue mich schon endlich anzufangen. Aber wir wissen immer noch nicht das Thema. Ich sage es euch. Patrick hat das Thema Todsünden ausgewählt. Ihr sollt also einen kleinen Film zu einer der 7 Todsünden drehen. Ach du Scheiße. Also müssen wir uns zwischen der Eifersucht, der Faulenzerei und den anderen komischen Sachen entscheiden? Die genauen Begriffe lauten Neid, Faulheit, Habgier, Zorn, Hochmut, Völlerei und Wollust. Natürlich, was war nochmal Völlerei? Und Wollust? War das nicht beides irgendwas mit Essen? Nee, oder? Nein, das kann eigentlich sein. Oh, scheiße. Ja, Mrs. Besserwisser, ich weiß Bescheid. Klang jetzt aber nicht so. Pia hat sie gemein angesehen und Emma warf ihre Haare arrogant nach hinten. Jedenfalls ist es gar kein schlechtes Thema. Ich finde es auch ziemlich interessant, Einschleim. Ich gebe zu, ich bin etwas perplex. Also mich inspiriert das gar nicht. Inspiriert es mich? Ach, man kann aus allem was machen. Ich sage es einfach mal interessant. Was haltet ihr davon, dass jeder von euch für eine Todsünde stimmt? Bei Gleichstand zählt meine Stimme ebenfalls. Fangen wir mit Nanashi an. Okay. Okay, die Wollust werde ich auf jeden Fall nicht wählen. Ich kann mir die Reaktion der anderen schon vorstellen. Außerdem entzünden so viele peinliche Filme. Sünden, was auch immer. Ich habe also noch 6 zur Auswahl. Ich würde den Hochmut, Faulheit, Neidzorn, Völlerei, Habgier nehmen. Muss ich jetzt das gleiche wie Armin nehmen? Also muss ich jetzt einschätzen, was der nimmt? Wo könnte man denn einen Film von uns beiden drehen? Das würde ich ja eh nicht machen. Hochmut, Faulheit. Faulheit ist so ein bisschen Armin. Neid, Zorn, Völlerei. Was war denn nochmal Völlerei? War das nicht was mit Essen? Ach, ich guck das mal ganz kurz nach. Ich wusste, dass das war die Fresssucht. Okay, das ist aber nicht so cool, weil dann da kann man nichts Schönes drüber machen. Habgier ist eigentlich richtig gut. Da kann man gute Sachen zu machen. Oder Hochmut. Hochmut, wir haben Emma. Da könnte man bestimmt was Schönes rauszaubern. Zorn. Zorn finde ich gut. Oder Neid. Wie soll man sich denn da erscheinen? Ganz ehrlich, das ist doch voll random, oder? Ich nehme jetzt Neid. Okay. Das ist vielleicht nicht schlecht. Aber warum nicht der Hochmut? Dann können wir Amber filmen. Ich wollte das jetzt nicht so rausposaunen, ne? Was? Ach, halt doch den... Amber hat sich plötzlich selbst unterbrochen. Ihr wollt mich wirklich filmen? Nein. Okay, dann sind wir uns einig. Nimm den Hochmut, dann komme ich groß raus. Naja, auch schlechte Publicity ist Publicity. Nicht so schnell, ich bin damit nicht einverstanden. Ich finde die Faulheit besser. Wieso wusste ich das? Ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Das überrascht mich nicht von ihm. Ja, wir wollen ja seine Faulheit nicht auch noch unterstützen. Es tut mir leid, Armin, aber der Hochmut gewinnt mit 2 Stimmen. Armin wirkte empört. Das heißt, wenn ich jetzt auch Faulheit genommen hätte... Och Mann, ihr seid scheiße. Wenn ich Faulheit genommen hätte, dann wären es 2-2 und dann hätte er entscheiden können. Zack. Dieser Tag kann ja was werden. Boris erklärte uns schnell, wie die Kamera funktioniert, bevor er uns damit wortwörtlich im Stich ließ. Man kann nicht gerade sagen, dass der eine große Hilfe ist. Ich glaube, das ist nicht gerade sein Steckenpferd. Ja, außerdem soll uns der Kunstexperte helfen und nicht er. Ja, ist ja alles ganz toll. Aber wann wollt ihr denn anfangen, mich zu filmen? Mal langsam, Schnuckelchen. Wir müssen uns erstmal auf ein Thema einigen. Mit diesem Thema könnten wir eine Reality-Show über den Tagesablauf von Blondie drehen. Oh, ich hasse sowas. Endlich eine brillante Idee. Machst du das etwa mit Absicht oder was? Der Hochmut ist nicht gerade eine gute Eigenschaft. Ich bin mir über meinen Marktwert durchaus bewusst. Ulala. Sorry, aber das ist ein gutes Argument. Was machst du denn da? Ich habe dich gerade gefilmt, als du gesprochen hast. Ich dachte, das war's, was du wolltest. Ja, aber
war doch noch gar nicht vorbereitet. Nochmal von vorn. Ich finde, spontane Äußerungen haben einen stärkeren Effekt. Ich habe Nein gesagt. Jemand anderes soll filmen. Ich will nicht, dass sie das macht. Hättest du lieber, dass ich es mache? Es könnte nicht schlimmer sein. Du bist nicht klug genug, um mich so fortzuführen, wie sie es getan hat. Da irrst du dich gewaltig. Und natürlich ist es die Königin der Dickköpfe, die das sagt. Du solltest dich besser in den Standby-Modus versetzen, wenn du im Fernsehen laufen willst, Blondie. Vielleicht ist es albern, aber ich mag es zu sehen, wie Armin mich verteidigt. Ohne ihn hätte ich keine Lust auf diesen Tag gehabt. Cool. Mit dieser Stimmung zwischen euch dreien ist es wohl besser, wenn ich die Kamera übernehme. Ansonsten endet das Ganze noch im Blutbad. Wir haben alle mit den Schultern gezuckt. Dann wird es ja ein reiner Weiberfilm. Nur um sicher zu gehen. Wir drehen aber keine Reality-Show über Amber, richtig? Ich weiß gar nicht, wo das Problem liegt. Ja, ich gebe zu. Ich find's auch nicht so toll. Hat jemand eine andere Idee? Wir könnten sonst auch eine kleine Szene schreiben und sie dann spielen. Ich weiß nicht, was besser ist. Einfach drauf loszufüllen oder es vorher vorzubereiten? Sich vorzubereiten. Und ich will entscheiden dürfen, was in den Film kommt. Es darf keine Szene in den Film, wo ich Unvorteil erwirke. Das kann doch nicht wahr sein. Mit ihrer fixen Idee macht sie noch das ganze Projekt zunichte. Ich habe hier einen hoffnungslosen Blick zugeworfen. Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir unseren Kunstexperten um Rat fragen. Ja, gute Idee. Wir müssen ihn nur in der Turnhalle suchen gehen. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber okay. Einen sinnvollen Weg finden, das soll es bringen. Sie wollte gerade etwas erwidern, aber scheinbar ist ihr kein guter Kommentar eingefallen. Gut so. Pia hat sich gegen ihren Willen dazu bereit erklärt, mit Amber in der Bibliothek zu bleiben, während Armin und ich Patrick suchen gehen wollten. Also zwischen den beiden herrscht ja ganz schön Beef, ne? Das ist ja schon krass. Ich gehe zuerst mal in die Turnhalle, weil er da zuletzt war. Punkte gespart. Yes. Unser Experte scheint schwer beschäftigt zu sein, beschäftigt am Zeichnen zu sein. Herr Savin, Pat? Oh, hallo, meine lieben Kinder. Ihr seid in der Videogruppe, oder etwa nicht? Ja. Woher wissen Sie das? Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich sah, wie ihr mit Boris vorhin die Turnhalle verlassen habt. Er hat echt ein gutes Personengedächtnis. Sagen Sie, wir haben ein paar Probleme bei unserem Workshop. Wir sind uns nicht einig, wie wir vorgehen sollen und fragen uns, ob Sie kommen und uns ein paar Tipps geben könnten. Was meint ihr da denn damit, das richtige Vorgehen? Einige von uns würden gern im Voraus Szenen schreiben. Und andere filmen lieber was Spannendes. Spannendes, Spontanes. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Aber... Kommt näher, ihr beiden. Was? Ich bin auch kein Mörder, versprochen. Das kann ja jeder sagen. Armin und ich sind bis an seinen Schreibtisch herangetreten. Patrick war gerade dabei, mehr als nur eine simple Skizze zu zeichnen. Sein Werk bestand aus einer Sammlung an Fotos und verschiedenen Materialien, die auf einem Brett angeordnet waren. Er war gerade dabei, mysteriöse Zeichnungen hinzuzufügen. Was haltet ihr von diesem Ensemble? Das ist eine heikle Frage. Armin ist wahrscheinlich auch ein großer Kunstexperte und Liebhaber. Irgendwo ganz tief drin. Ich frage euch nicht danach, ob ihr es schön findet, sondern eher danach, was ihr von der Arbeitsweise haltet. Sie haben mehrere verschiedene Techniken in einem einzelnen Werk verwendet. Ist ein ganz schönes Kuddelmuddel, oder nicht? Seid ihr euch da sicher? Wir beide nahmen sein Werk noch genau unter die Lupe. Ich sah ein verschwommenes Bild einer Person, die gerade ihre Finger zum Mund führte. Außerdem etwas, das nach einem zerschnittenen Tischtuch aussah, sowie eine Röntgenaufnahme eines Gebisses. Dies alles fand in einem großen Bild ein menschliches Gesicht wieder, welches sich in einem Korb voller Früchte vergräbt. Was? Das ist doch logisch! Sie wollten die Völlerei darstellen. Wow. Ich weiß zwar nicht, ob wir davon Logik sprechen können, aber ja, es handelt sich um die Völlerei.
Sie wollen uns also sagen, wir sollen die verschiedenen Arbeitsmethoden vermischen? Du meinst also geschriebene Szenen und spontane Videos gemischt? Ihr seid zu nichts gezwungen, aber letzten Endes ist es sehr interessant, wenn das Ensemble funktioniert. Ich bin trotzdem etwas aufgeschmissen. Sie wollen wirklich nicht mitkommen und uns helfen? Doch, natürlich. Ich wollte euch bloß aufzeigen, dass es noch andere Lösungen gibt als die augenscheinlichen. In der Schaffensphase muss man die Grenzen der Imagination überschreiten. Imagination. Okay. Ich könnte mir das Lachen nicht verkneifen. Ganz offensichtlich sind Armin und Patrick nicht gerade auf einer Wellenlänge. Ich für meinen Teil glaube verstanden zu haben, was er uns damit sagen wollte. Wir dürfen keine Angst davor haben, Risiken einzugehen. Wenn ihr mich dann bitte zu eurem Workshop geleiten würdet. Ja, hier entlang der Herr. Gerade als wir in Richtung Schulhof gingen, griff Armin mich unauffällig am Handgelenk. Der hat doch einen Schuss weg, oder? Nein, ich glaube, seine Kreativität geht einfach ein bisschen mit ihm durch. Ist doch eine nette Abwechslung zu unseren anderen Lehrern. Er hat sich zu mir gebeugt, um mir ins Ohr zu flüstern. Oh la la. Dieser Enthusiasmus steht dir gut. Oha, das ist voll das Geflirte hier. Gefällt mir. Armin. Böser Boom. Oh nein. Die Liebe. Sie bringt uns dazu, unser Bestes zu geben. Armin hat peinlich berührt meine Hand losgelassen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Auch die ist noch so ein kleines Kind. Oh, das wird sie schon noch lernen. Gut, dann... Oh, nein, upsi. Falscher Raum. Hier rein. Fang nochmal neu an. Das können wir auf keinen Fall zeigen. Wenn du dich weiterhin so querstellst, kriegen wir gar nichts mehr hin. Amber und Pia. Ihr beiden scheint mir ein außerordentliches Temperament zu besitzen. Temperament kann man es nennen. Also, Interpretationssache. Umso besser. Für euer Projekt ist es sicherlich nützlich. Die beiden haben ihn mit großen Augen angestarrt. Er hat wirklich ein wahnsinnig gutes Namensgedächtnis. Stimmt. Also, welche Todsünde habt ihr gewählt? Den Hochmut. Eine gute Wahl. Ich bin sicher, dazu kann man etwas Fesselndes kreieren. Oder auch nicht. Um am Ende ein gutes Werk zu schaffen, ist das Erste, was ich euch rate, auf die Details zu achten. Aber was noch? Das Wichtigste ist doch, einen guten Schauspieler an der Hand zu haben. Nicht unbedingt. Seid euch darüber bewusst, dass euch nur begrenzte Zeit und Material zur Verfügung stehen. Es wird also schwierig, einen Film im traditionellen Sinne zu drehen. Oh Gott, das wird so ein neu künstliches Werk, was dann keiner versteht am Ende mit tausend Metaphern und dann interpretieren irgendwelche verlorenen Schüler da irgendwas rein, damit die Lehrer denken, sie hätten was erreicht. Yay. Wir haben keine Wahl. Wir müssen einen Kurzfilm drehen. Wir wissen nur noch nicht, was wir filmen sollen. Ihr solltet eure Beobachtungsgabe schärfen. Der Hochmut liegt regelrecht in der Luft. Spürt ihr es nicht? Wir machen doch hier nichts Spirituelles. Wir wollen einen Film drehen. Es ist keine Frage von Spirituismus. Patrick wirkt bestürzt. Er hat sicher nicht mit solch dummen Aussagen gerechnet. Ja, sie ist nicht so ganz offen dafür. Deshalb brauchen wir einen Rat zum weiteren Vorgehen. Ich werde euch nicht sagen, was ihr filmen sollt. Für mich persönlich gibt es kein besseres Thema als menschliches Wesen, das ihr wahres Ich enthüllen. Also, wenn alles schön vorproduziert ist, kann es leicht lächerlich wirken. Daran liegt die Gefahr. Was? Oh komm, bist echt dumm. Entschuldigen Sie mich? Ah, das ist Armins Mutter. Herr Savin, wir benötigen Sie im Schneiderei-Workshop. Die Schüler haben einige Fragen an Sie. Natürlich, kein Problem. Ich denke, unsere Unsere Cineasten haben nun alles, was sie brauchen. Scheinbar teilen die anderen nicht unbedingt seine Meinung. Alles in Ordnung, Armin? Ja, wenn man so will.
Unsere Blicke haben sich getroffen und ich habe ihn aufmunternd zugelächelt. Ups, ich glaube, seine Mutter spürt, dass da etwas im Busch ist. Oder hat sie mich nur zufällig angesehen? Aber das ist auch ein bisschen dumm, dann gerade in dem Moment die Blicke sich kreuzen zu lassen. Patrick und Armins Mutter sind bald darauf verschwunden. Somit waren wir wieder auf uns allein gestellt und nicht weiter als vorher. Na gut, ich muss mich entscheiden, sonst kommen wir nie voran. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen verloren. Ich muss mich entscheiden. Und wenn wir nach draußen gehen zum Film, hier finden wir keine Inspiration. Nanashi hat recht, wir sollten loslegen, aber vorher gehst du vor die Kamera. Ich? Wieso? Irgendwas sagt mir, dass du dich gut auf der Leinwand machen wirst. Aber nein, auf keinen Fall! Wir haben doch gesagt, dass wir mich filmen wollen! Kannst du mal für 2 Minuten deinen Zirkus sein lassen? Wenn Armin glaubt, Nanashi macht sich gut vor der Kamera, dann... So war das aber nicht geplant! Die geht mir echt auf die Nerven, ich sollte was unternehmen. Ich lasse Pia Amber zur Vernunft reden. Ich habe darauf langsam echt keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Lass uns vielleicht nach draußen gehen, das ist nicht besser. Was hab ich denn gesagt? Ich habe mich genervt auf einen Stuhl sinken lassen. Armin hat mir heimlich zugezwinkert. Träume ich oder hatte bereits eine Idee im Kopf? Vielleicht doch nicht so planlos. Ich glaube, er filmt die Mädchen gerade, ohne dass sie davon wissen. Oh, das ist gut. Okay, aber vielleicht erfahren wir im nächsten Part mehr, was da so draus wird. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier in der Nachrichtenshow. Total. Bye.